Herzlich willkommen. Oh, wow, mein Intro verkackt gerade. Oh, was ist da denn? Wunderschönen hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ich bin hier schon so ein bisschen am Frösteln, denn wir stehen draußen. Draußen vor was? Vor der Frankfurter Messe, denn heute findet was ziemlich Cooles hier statt. Und zwar die German Comic Con, das erste Mal hier in Deutschland. Maxim Neuss, guter Kumpel von mir, hat mich eingeladen, der das Ganze hier mitorganisiert. Den werden wir auch gleich noch treffen und ein bisschen penetrieren. Also wir mussten gerade schon ein bisschen schmunzeln, weil wir sind hier draußen in der letzten Ecke drin. Ist die Hölle schon los, richtig viele Leute alle am Rumschreien und Freuen. Und hier draußen ist es extremst windig und kalt. Lieber Jared, lass uns ganz schnell wieder reingehen. Checken wir mal aus, was unten abgeht. Unten? Drinnen abgeht. Wir haben nicht nur richtig viele Influencer am Start, sondern auch extrem viele Superstars. Hollywood und von den verschiedensten Serien, HBO, Netflix, ist unglaublich. Die stehen hier alle schon Schlange und holen sich Autogramme ab. Viele in the sunrise, even in the nighttime. It's hard to adjust now, cause you went around, no. Zu Hause angekommen. Das waren ein paar schöne Impressionen von der Comic-Con in Frankfurt. Wie hat's dir gefallen? War cool irgendwie, ne? Ja, ich fand's richtig interessant. Vor allem, da waren überall verkleidete Menschen. Ich habe mich so ein bisschen, Heimat. Ja, wie in Köln, auf dem Karneval gefühlt. Ja. Ja. War auf jeden Fall ganz cool. Okay. Fazit: Comic-Con andere Städte. Wer hätte Bock drauf? Wow! It's a prank! Oh, it's a prank! Ein Glück ist deine Nase so lang, sonst wären die Zähne jetzt raus. So, jetzt noch mal Spaß beiseite. Freunde, es hat richtig viel Spaß gemacht. Lieben Dank erstmal an Max, dass er das so cool organisiert hat. Das war die erste Comic-Con ja in Deutschland. Und das erste Mal, dass es jetzt auch in Kombination mit solchen Influencern stattgefunden hat. Freunde, es war wunderschön, auch euch da vor Ort treffen zu können. Es waren richtig viele da, wir haben jede Menge Fotos gemacht. Übertrieben, es waren so viele Leute da. Ich dachte so manchmal, weil da gab es ja wirklich diese ganzen Stars, hat man ja in den Impressionen gesehen. Und da waren teilweise extrem lange Schlangen. Aber du hast ihn auf jeden Fall Konkurrenz gemacht. Schon, ne? Aber wahrscheinlich auch deswegen, weil meine Fotos kein Geld gekostet haben. Ja. Die haben wir natürlich for free für euch provided. Ladet die Fotos auch gerne alle auf Instagram hoch und verlinkt mich. Dann werde ich die Bilder mal schön besuchen und auch liken. Und vielleicht hinterlasse ich den einen oder anderen schönen Kommentar. Mich interessiert auf jeden Fall, was mögt ihr für Comics? Habt ihr irgendwie Favoriten, die ihr besonders feiert oder die ihr früher geguckt habt und auf so einer Comic-Con auch vielleicht mal den einen oder anderen Schauspieler eures Charakters. Na, ich rede die Kacke. Oh Mann, oh. Jared. Schreibt das in die Kommentare. Hast du früher Comics geguckt? Nee. Gar nicht? Nee, ich war nicht so der Comic-Fan. Hier bei Cartoons? Sieben Jerry, was ist dein Lieblingszeichentrick von früher? Zeichentrick, ja. Asterix und Obelix. So ein ganz kleines Endfazit. Ich muss sagen, auch wenn ich nicht ganz so intensiv mit der Comic-Con in Verbindung war, ich war auch in Amerika noch nie und ich habe viele Cartoons geschaut, aber nicht in dieser Comic-Marvel-Welt zum Beispiel, nicht wirklich so intensiv mit aufgewachsen. Aber deswegen war es umso spannender und interessanter, das mal zu sehen aus der Perspektive. Und zusätzlich hat man natürlich noch die Möglichkeit, auf der Bühne nachher über Cybermobbing zu sprechen. Ja, das war richtig toll. Und vor allem, wie viele Leute dort waren, die viel älter waren als so
das Standardpublikum, womit wir halt rechnen. Mhm. Also ich war richtig beeindruckt. Es wurde ja ausgeschrieben tatsächlich auch, dass wir über Cybermobbing reden. Und dann kamen viele Erwachsene und haben da noch Karten zugesteckt. Ja, wir sind von der Gewaltprävention zum Beispiel. Und ich finde es super interessant. Können wir mal dann im Nachhinein noch drüber sprechen, was man da machen kann. Finde ich cool, dass das solch ein gigantisch großes Publikum anspricht. Und sehr viele Leute haben sicherlich auch das ein oder andere da mitnehmen können. Die Comic-Con wird in den nächsten Monaten auch an verschiedenen weiteren Standorten stattfinden hier in Deutschland. Wenn ihr Bock habt, dass wir vielleicht da auch mit hinkommen, dann könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wo wir mit hinkommen sollen. Und dann sehen wir uns vielleicht da vor Ort. Wir drehen jetzt noch ein Video mit Steve & Jerry, das kommt dann auch online. Und dann werden wir morgen nach London fliegen. Stimmt. Oh, wir müssen noch packen, Baby. Ja, ich weiß. Beziehungsweise ich darf wieder packen. Wir sehen uns morgen in London. Ciao.